Darf man in Moschee, okay, Moschee, halal Sachen verkaufen? In der Moschee selber, nein. Du darfst in der Moschee keine Sachen verkaufen, anpreisen, den Leuten anbieten oder sonstiges. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung bei einer Sayyid und Al-Trimidi, möge Allah, er hat ein Bittgebet gemacht, möge Allah denjenigen, der in der Moschee etwas verkauft, möge Allah ihm Verlust geben. Allah. Und ich staune über die Moscheen, die heutzutage irgendwelche Flyer an die Wand hängen, in der Moschee, Umrah, Hajj und so weiter und so fort. Das ist was? Das ist Werbung. Das gehört nicht in die Moschee herein. Die Musalla, der Moscheeplatz, ist nur für eine Sache. Um was zu tun? Allah zu gedenken. Um zu beten, um diese Sache. Aber der Verkauf gehört nicht in die Moschee. Was kann man machen hier? Man kann einen extra Raum nehmen und dort verkaufen. Wenn man das nicht zur Moschee sieht, dann ist das kein Problem. Allahu Ta'ala.